Ich habe für die heutige chaotische Viertelstunde ein klein bisschen mal ein anderes Format gewählt. Ich werde heute was über ein Buch erzählen. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie so Dinge aussehen. Toter Baum zwischen zwei Covern. Gibt es jetzt auch elektronisch. Ich bin ein Verfechter immer noch von der Papierversion. Das hat einfach was Angenehmes. Das ist ein Buch, das ich mir ausschließlich damals wegen des Titels gekauft habe. Also JavaScript The Good Parts heißt es. Das impliziert verschiedenste Dinge. Erstens, dass es Bad Parts gibt. Die werden hier drin auch erläutert. Und das Schöne ist, wenn man nach diesem Buch mal googelt, findet man relativ schnell so ein Bild. Da gibt es zwei Bücher nebeneinander. JavaScript The Definite Guide, das sind irgendwie so 500 Seiten. Und dann gibt es JavaScript The Good Parts und das sind irgendwie so 150-ish. Wenn man den Anhang weglässt, sind es 100 Seiten. Das ist sehr, sehr, sehr dünn geschrieben. Sehr, sehr, sehr dicht geschrieben. So. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen und ich habe es noch nicht vollständig verstanden. Ich glaube, so ein drittes oder viertes Mal bietet sich an der Stelle an. Douglas Crockford ist der Autor, der arbeitet bei Yahoo und macht da JavaScript in allen Formen, Farben, Libraries. Das ist der Mensch, der JS Lint gebaut hat, also ein Linter für JavaScript. Ein Linter ist ein Tool, das den Code prüft und halt ausgibt, an welchen Ecken der Programmierer irgendwie gerade Käse macht. Zumindest nach Meinung des Autors des Linters, logischerweise. Also er hat JS Lint geschrieben. Er hat das Buch geschrieben, weil er gefragt wurde für ein anderes Buch, das nennt sich Beautiful Code. Es ist eine Ansammlung an Geschichten von Programmierern, die so mal das schönste Stückchen Code, dass sie so in ihrer Laufbahn gesehen haben, mal so in Buchform gepresst haben und jeder hatte so 20, 30 Seiten. Er wollte eigentlich über JavaScript schreiben und die tollen Ecken an JavaScript und wollte JavaScript einen JavaScript-Parser in JavaScript implementieren. Das hat dann aber so ein bisschen die Seitenzahl gesprengt und so weiter, weil er halt ja, die schönen Seiten der Sprache erläutern würde. Deshalb hat er dieses Buch geschrieben. Es fängt mit einem interessanten Quote an und er sagt, JavaScript sei Lisp in Thieves Clothing. Also Lisp in den Klamotten einer C-artigen Programmiersprache. Und das trifft auch relativ gut. JavaScript ist eine funktionale Programmiersprache, es ist eine objektorientierte Programmiersprache. Allerdings nicht Objektorientierung mit Klassen und Objekten, wie man das so kennt, sondern ein Ansatz, der nennt sich ein prototypisches Objektmodell. Ich glaube, das gibt es heutzutage in so ziemlich keiner anderen Sprache. Hat jemand schon mal was gesehen? Prototyping, Objektorientierung. Das heißt, man hat ja in der normalen Objektorientierung wie sowas wie eine Klasse, C1, und dann erbt da irgendwie eine andere Klasse davon. Ich glaube, der richtige Pfeil war der hier. Die Frau Pech könnte mir das jetzt sicherlich sagen, was der richtige Pfeil wäre. Und dann erbt da von einer anderen Klasse und dann instanziert man die und hat irgendwie so verschiedene Objekte davon. JavaScript funktioniert anders. Da erben tatsächlich die Objekte zur Laufzeit voneinander. Sprich, jedes von diesen Objekten hier, also O3 hat einen Prototypen, das ist das Objekt O2, und die teilen sich tatsächlich auch den State. Also wenn ich jetzt hier in O2 irgendwas ändere, zum Beispiel eine Funktion hinzufüge, kann ich die direkt in O3 verwenden zur Laufzeit. JavaScript ist funktional, das heißt, ich kann zur Laufzeit Funktionen erzeugen, ich kann Funktionen schreiben, die Funktionen zurückgeben, ich kann Funktionen schreiben, die Funktionen als Parameter übernehmen, so wie man es in der Programmiersprache haben möchte. Ja. Heißt das dann, dass ich quasi zur Laufzeit ein Objekt nehmen kann und... Ja, ein neues Objekt von diesem Objekt quasi wegformen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, das hier ist irgendwie ein String und das hier ist ein Number String, das ist ein besonderer String, der enthält irgendwie. Was das ist, weiß ich nicht, aber das ist so das Beispiel. Und das hier hat halt eine Funktion, die den String irgendwie splittet
und diese Funktion schreiben wir jetzt um und dann kriegt der hier das direkt zur Laufzeit mit. Das ist prototypische Vererbung, was heißt, ich muss nicht, nicht den Umweg um eine Klasse gehen. Eine klassische Objektorientierung ist es ja so, der ganze Kram wird compiled und dann erben die Dinge voneinander. Hier ist das eben nicht so. Das behauptet zumindest der Autor, sei einer der schönen Teile von JavaScript. Dass es eben diese Art des Objektsystems gibt. Ich muss mal gucken, ob ich den Quote finde, wo das ursprünglich herkommt. Das kommt nämlich auch aus irgendeiner Sprache. Englisches Class.de. Nee, ich finde es gerade nicht. Okay. Warum nennt er das ganze Ding Lisp in C's Clothing? Ganz einfach, weil es halt eben eine funktionale Programmiersprache ist. Ich kann Funktionen erzeugen, durch die Gegend reichen. Und Funktionen sind mehr oder minder genau dasselbe wie Zahlen. Was der Autor auch noch gerne mag an JavaScript, ist eben die schwache Typisierung, also wie Typing. Was heißt, ich kann alles überall reinstecken, ich kann die... Ich kann Typen in Arrays mischen, wobei das mit den Arrays in JavaScript auch nochmal so ein bisschen eine kompliziertere Sache ist. Und kann im Prinzip alle Typen mischen, kann beliebige Dinge addieren miteinander, was dann dabei rauskommt. Ja, das hängt halt davon ab, wie gerade so Plus implementiert ist. Warum ist das überhaupt relevant? Also warum gibt es irgendwie tonnenweise Bücher über JavaScript und warum ist diese Sprache, die so aus den Anfängen des Web kommt, überhaupt heute noch relevant? Es war früher so, dass sich die Leute bei Mozilla hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wir brauchen mal so eine Sprache für das Web, lass mal was bauen. Microsoft baut was, ich glaube, es war gerade zu dem Zeitpunkt ActiveX, soweit ich mich entsinne. Dann hat sich der Erfinder von JavaScript, dessen Name mir gerade entfallen ist, so 6 Monate lang. Bitte? Brandon Eich. Brandon Eich, okay. Der hat sich übrigens danach auch dafür entschuldigt. Also es gibt eine offizielle Entschuldigung von ihm für JavaScript. Die hat die Welt auch bitter verdient. Hat sich irgendwie 6 Monate in seinem stillen Kämmerchen eingeschlossen, hat irgendwie viele Bücher über Scheme gelesen und hat dann gesagt, nee, Scheme machen wir nicht, wir machen was Besseres und hat JavaScript erfunden. Und dann hat halt Mozilla aufgrund von Time Constraints das Ding einfach mal aus der Tür getreten und jetzt müssen wir damit leben. Das ist eine der Kernthesen dieses Buchs. Ganz einfach, Sprachdesigner machen Fehler. Genauso wie alle anderen Programmierer sind Designer von Programmiersprachen eben auch einfach nur Leute. Und diese Leute machen Fehler. Zum Beispiel Features, die nicht zusammenpassen. Features, die sich mit einem Objekt so verhalten, mit einem Array anders verhalten. Fehler, die man leicht machen kann und die häufig passieren, die eben schon im Sprachdesign angelegt sind. Sind ein paar schöne Beispiele drin, dazu kommen wir dann ganz am Ende, wenn wir über die schlechten Teile reden. Und da muss ich ihm zustimmen. Also was er halt propagiert ist, er sagt, wir nehmen eine Sprache, so eine Sprache wie JavaScript, und nehmen alle Teile weg, die schlecht sind. Da hat der Sprachdesigner offensichtlich Fehler gemacht. Das Feature benutzen wir nicht. Es gibt in JavaScript irgendwie ein With-Statement, das irgendwie Properties aus Objekten rausholt und dann irgendwas damit tut. Das funktioniert wohl nur so mit der Hälfte aller Datentypen, die JavaScript so anbietet. Und mit den anderen hat es interessante Effekte. So ungefähr. Also seine These ist, nimm weg, was du nicht brauchst und guck, dass irgendwie eine schöne Sprache übrig bleibt. Und die meisten funktionalen Programmiersprachen, die eben Closures unterstützen, lassen es zu, dass man relativ schnell einen sehr brauchbaren Sprachkern bekommt. Warum reden wir überhaupt über JavaScript? Wir werden es nicht los. Jeder hat einen Browser auf seinem Rechner, die meisten sogar mehreren. Jeder hat eine JavaScript-Runtime. JavaScript-Runtimes werden immer besser. JavaScript ist mit Node.js jetzt auch auf dem Backend angekommen. Wir werden es nicht los. Leider. Ich hätte auch gerne was Besseres als JavaScript. Vor allem, wenn man mal die DOM-API gesehen hat, um mit dem Browser zu reden, um ihn davon zu überzeugen, dass da jetzt Teile auf dieser
dieser Seite denn doch anders heißen sollten. Wenn man das in reinem JavaScript macht, wird es sehr schnell ziemlich krampfig. Deshalb ist JavaScript leider heutzutage immer noch relevant. Ich kann das Lesen auf jeden Fall empfehlen. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr dicht geschrieben. Er hat viele so wunderbare Diagramme, wo er dann die Syntax erklärt. Das ist natürlich vollkommen offensichtlich. So Railroad Diagram für die Syntax. Ist nicht die schlechteste Methode, das zumindest mal darzustellen. Und er erklärt halt so die Grundfeatures von dem, was eher schönes JavaScript nennt. Also er fängt mit der Grammatik an, erzählt dann, was sind Objekte, wie kann man Objekte bauen, was sind Prototypen von Objekten, so wie ich es hier erklärt habe. Nur geht er nochmal nennenswert mehr ins Detail. Natürlich. Er erzählt was zum Unterschied zwischen Objekten und Arrays. Das ist eine besondere Krankheit in JavaScript. Arrays sind Objekte, und zwar Objekte, die in JavaScript ist ein Objekt mehr oder minder sowas wie eine Map. Also man hat irgendwie so ein Dictionary, und da gibt es halt irgendwie so einen Namen, sowas wie First Name. Und dann hat das Ding so einen Wert. Und jetzt kann ich hier noch so einen Key in dieser Map haben, der eine Funktion ist, dann hat halt dieses Objekt diese Funktion als Methode. Das Problem ist, dass Arrays so aussehen, also da ist dann so ein Key mit 0 und dann ist da so ein Key mit 1. Man kann sich das vorstellen. Das Problem ist, dass auch diese ganzen Annahmen, die man über Arrays hat, dass die irgendwie so konsekutiv im Speicher liegen und all sowas, halt eben mit JavaScript einfach nicht gegeben ist. Man hat auch ein ziemliches Problem, Objekte von Arrays tatsächlich zu unterscheiden. Also er hat hier drin ein Statement, das ist ungefähr so lang. Das findet heraus, ob das, was du da gerade in der Hand hast, ein Objekt oder ein Array ist. Ich glaube, wir kommen jetzt so langsam zu den schrecklichen Teilen. Es gibt tolle Vergleichsoperatoren in JavaScript. Also es gibt folgende Varianten von ist-gleich. Es gibt das normale ist-gleich, das ist die Zuweisung, das kennt man noch. Es gibt ist-gleich, das vergleicht, macht aber Casts. Also wenn ich jetzt sowas mache wie Strings mit Zahlen vergleichen, dann kann das gut gehen, muss aber nicht zwingen. Und für alle, die es dann auch mit den Typen richtig haben wollen, gibt es genau Triple ist-gleich, damit es besonders gleich ist. In Scala gibt es sogar Quadruple ist. Was tut denn das vierte, um Himmels Willen? Ich hab's wieder vergessen. Okay, es ist Scala. Das sind die Leute, wo auf einer ScalaCon einer der Compiler-Entwickler sich hingestellt hat und gesagt hat, oh mein Gott, was haben wir gemacht? Wir haben ein Biest geschaffen, das wir nicht mehr weiterentwickeln können. Und hat aufgehört. Also es gibt diesen Talk, es ist super tragisch. Das mit dem Scala. Das sind aber auch nur Teile. Also es gibt hier tatsächlich, er unterscheidet zwischen den Awful Parts und den Bad Parts. Die Awful Parts sind tatsächlich, also das finde ich besonders charmant, das mit den globalen Variablen. Weil JavaScript hat halt irgendwie so einen globalen Namespace, wo es standardmäßig alles reinlegt. Was heißt, wenn ich eine Variable in JavaScript, wenn ich in JavaScript schreibe, a gleich 5, dann kriege ich eine Variable a und die ist global. Ich muss schreiben var a gleich 5, damit ich eine lokale Variable bekomme. Das nennt sich implied globals und ist eines der grausamsten Features, die man so in der Sprache haben kann, weil halt einfach standardmäßig alles global ist. Es ist tatsächlich so, dass die meisten JavaScript-Libraries ihren ganzen Content in ein großes Objekt packen und dieses Objekt dann quasi so als ihr Namespace verwenden, damit sie eben nicht mit anderen Dingen krachen. Deshalb verwendet jQuery den Dollar, falls man mal jQuery gemacht hat, eben um nicht mit anderen Dingen zusammen zu krachen. Wenn andere Libraries den Dollar verwenden, kann man sogar beim Einbinden von jQuery sagen, was man gerne anderes haben würde. Damit es auf keinen Fall kracht. Sieht
man häufig bei JavaScript-Lang, müsste ich halt alles in ein Objekt reinpacken, weil sonst ist der ganze Kram einfach alles global. Genau. Eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele ist Auto-Semikolon-Insertion in JavaScript. Weil es ist einfach charmant. Also in JavaScript haben wir gesehen, es gibt eine literale Syntax für Objekte. Das ist super. Sowas wie das Objekt mit dem Key foo. Ja, hier kann man dann die, wie war das? War das? Ja, Doppelpunkt war es. Foo hat den Wert bar und dieses Objekt hat jetzt. Okay. Es gibt eine literale Syntax für Objekte. Das ist eine ganz großartige Sache. Viele Sprachen sollten viel mehr einfache Syntax für die Standardkonstrukte haben. Manche haben es nicht. So, wir haben jetzt also eine Funktion und diese Funktion soll so ein Objekt zurückgeben, das wir irgendwie konstruieren. Und jetzt machen wir das hier. Also wir schreiben Return und dann, so wie wir das gelernt haben, wenn wir jetzt hier C++ programmieren, die geschweifte Klammer kommt ja dahin und dann schreiben wir in und dann kommt die abschließen und dann machen wir da einen Semikolon hin, weil so haben wir es. Bitte? Das darfst du. Die Quotes kann man weglassen. Hin. Die Quotes kann man nicht weglassen, die vorne kann man weglassen. Was tut dieses Statement? Weiß jemand, was es tut? Ja, bitte? Es return vorher das Semikolon nicht gezwingt ist. Also es gibt nichts zurück. Es returned undefined. Die Java, weil das hier ist äquivalent zu dem, was dann der JavaScript-Interpreter daraus macht. Das ist besonders schön. Er sagt, oh, da fehlt mir mal ein Semikolon. Ah, bin ich füge das mal für den Entwickler ein. Ja, wunderbar. Und das macht er dann daraus und sagt returned back. Und dann kommt undefined raus. Deshalb sagt der Autor hier, in anderen Sprachen mag es ja mit dem Klammernplacement egal sein, in JavaScript ist es nicht genau aus diesem Grund und deshalb sagt er, JSLint nimmt nur Kerning-Ritchie-Styler, also die Klammer tatsächlich hier, damit es auch einheitlich ist. Ja, Scope ist auch noch eine schöne Sache. JavaScript hat als Sprache, also normal vermeint man, wenn man so eine Sprache mit geschweiften Klammern hat, dass das mit dem Scoping des Folgenden ist. Ich lege eben so einen Block von geschweiften Klammern, eine Variable an und ab dann existiert die und ist gültig. Halt bis zum Ende dieses Blocks. Das ist in JavaScript nicht so. Es macht das mit den geschweiften Klammern und es sieht auch so aus wie in anderen Sprachen. Das Problem ist, dass JavaScript etwas hat, das nennt sich Function Scope. Das heißt, wenn ich eine Variable, zum Beispiel ich habe eine Funktion, ich skizziere das mal, ich habe irgendwie eine Funktion, dann habe ich da geschweifte Klammern, dann habe ich so ein if, und dann lege ich hier drin irgendwie eine Variable an, x, dann wäre man in vernünftigen Sprachen der Meinung, dass x so nach hier nicht mehr sichtbar ist. Das ist nicht so. Also x ist hier in JavaScript tatsächlich sichtbar. Anmerkung, Python hat das auch und Python ist eine relativ senge Sprache. Also Python macht das, Python genau. Macht das auch. Hat, das ist komplett Function Scope. Interpretierte Sprache, die das ja. Echt? Ja. Ich kenne keine interpretierte Sprache, die das nicht so macht. Python macht das nicht so. Soweit ich weiß. Perl hat dafür 30 verschiedene andere Arten als Scopes. Ja, nein, natürlich. Perl hat beliebig viele Varianten, das Scope zu erzeugen. Ja, auf jeden Fall. Ist okay. Aber also, JavaScript hat halt Function Scope und es mag eben verwirrend sein. Weil, wenn man halt aus der C-Welt kommt und diese Syntax sieht, vor allem halt gerade an dieser Syntax. Ja. Er sagt dafür, man solle den Pascal-Stil wieder, oder den, doch, es war Pascal, diesen Pascal-Style benutzen. Was heißt, so am Anfang der Funktion erstmal alle Variablen deklarieren und dann mit diesen Variablen arbeiten. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, er hat gute Gründe dafür. Das ist nur so ein winziges Ding noch am Ende. Es gibt folgende Reserved Words, also Dinge, die man nicht hinschreiben darf, weil die Sprache das für ein Keyword hält. Ich
Lies einfach mal die erste Zeile vor. Abstract, Boolean, Break, Byte, Case, Cache, Char, Class, Const, Class, warum Class? Hat doch keine Klassen. Continue, Debugger, das ist gut, Default. es gibt da einen Haufen Dinge, die tatsächlich Reserved Words sind, die JavaScript aber nicht verwendet. Ja, natürlich, deswegen sind sie ja Reserved. Falls sie JavaScript-Serien machen, dann... Ja, falls sie mal verwenden, ja! Aber wenn du dir anguckst, wie die Sprache sich entwickelt, macht das Sinn, für sowas zu planen. Ja, du hast absolut recht. Und es ist tatsächlich nur so halb als Scherz und ja, hinter auch was okay, ja, also bisschen hast du recht. Ja, und es hat kein Integer, es gibt nur Floats. Ja, das war's eigentlich zu JavaScript. Also meine These zu dieser Sprache ist, im Endeffekt, es mag so schlimm sein, wie es sein mag, aber wir haben eine Möglichkeit, um rumzuarbeiten. Ich meine, niemand programmiert heute mehr von Hand Assembler, zumindest hoffentlich nicht. Insofern können wir JavaScript einfach mal als den Assembler des Web und das Ding, was halt mit dem DOM da unten drunter interagiert, wenn wir irgendwie was auf unserer Webseite tun, einfach benutzen und irgendetwas obendrauf setzen. Es gibt die Möglichkeit, irgendwie CoffeeScript obendrauf zu setzen, das compiled nach JavaScript. Es gibt die Möglichkeit, ClojureScript draufzusetzen, das compiled ganz ausgezeichnet nach JavaScript. Es gibt den Google Closure Compiler, der nimmt JavaScript an und emittiert JavaScript und optimiert es dabei und macht einen Haufen Dinge besser. Ich hoffe, dass wir in endlicher Zeit tatsächlich an den Punkt kommen, dass wir sagen können, JavaScript, gut, das haben alle irgendwie jetzt drin in ihrem Browser, wir werden es auch nicht mehr los, aber unsere Connection zu JavaScript ist halt, es ist wenig, wir arbeiten nicht mehr damit, wir haben irgendwie bessere Konstrukte, die Dinge einfach angenehmer machen. Und das war's von meiner Seite. Deinen letzten Punkt. Wir sind ja tatsächlich so weit, dass es ASM.js gibt, welches ja, ein strikt typisiertes Subset von JavaScript ist, welches sich hervorragend optimieren lässt, was benutzt wird von ganz vielen dieser Cross-Compiler, okay. Unter anderem von M-Skripten, der LLVM, den LLVM JavaScript erkennt. Mhm. Und B, wir sind mittlerweile so gut da drin, JavaScript zu optimieren, dass A, wir schneller sind als C, zum Teil, und B, der Engpass mittlerweile nicht mehr das Ausführen von JavaScript ist oder das Kompilieren von JavaScript, sondern das Parsen, was ja zum nächsten Schritt führt, nämlich WebAssembly, welches eine prägepasste Version von so ASM.js ist, so in binär. Bytecode, meinst du? Genau, das ist JavaScript eine binäre, es ist nicht wirklich JavaScript Bytecode, sondern ja, es ist nicht so schwierig zu erklären. Es ist im Prinzip das, was halt der Parse-Tree von dem ASM.js hat. Genau, es ist halt eine Binärversion des Parse-Trees von ASM.js. Sehr, sehr geil. Also das heißt, wenn WebAssembly da ist, es existiert schon WebAssembly und es existiert schon ein LLVM-Backend dafür und es ist im Spezifikations-Dings. Sobald das da ist, haben wir endgültig aufgegeben, JavaScript ernsthaft zu benutzen. Ja. Und es als Compiler-Backend zu benutzen. Das ist eigentlich auch kampfig. Man hätte das irgendwie schneller, besser haben können, aber... Ja. Die zweite Anmerkung ist, es macht irgendwo Sinn, aber also es lässt sich verteidigen, dieser Weg, den wir gegangen sind. Aber, die zweite Frage ist, angenommen, ich mag kein JavaScript und kann kein JavaScript bisher, ja. Aber ich finde, ich müsste es können. Nicht ich will es lernen, sondern ich finde, ich müsste es mal lernen. Würdest du das Buch empfehlen oder nicht? Ich meine, das ist ein Buch empfehlen, nicht meine Sprache. Für dich ja. Es gibt meiner Meinung nach zwei Typen von Büchern. Es gibt die Bücher, die Leute lesen sollten, die noch nicht programmiert haben und das erste Mal so eine Programmiersprache lernen. Und es gibt die Leute, die die Abkürzung nehmen können und sagen können, okay, ich weiß, was Typen sind, können wir das mal als gegeben annehmen? Und kann ich einfach so eine Liste von Typen haben und die Dinge, wie es sich von, keine Ahnung, Sprache X unterscheidet. Da braucht man noch ein bisschen pädagogischen Aufwand, um diese Bücher auch in die Richtung zu schreiben. Wie gesagt, das ist eine Sache, die sollte man zwei, dreimal lesen, dann lernst du zumindest
über den Kern der Sprache und wie sie aufgebaut ist. Was du aber nicht lernst, ist natürlich die ganze, sowas wie die, na, die DOM-API und irgendwas im Browser zu machen. Ja. Ich vielleicht nicht. Ich finde das spannend, mit meinem Browser Dinge tun zu können. Leute bezahlen mich dafür, dass ihr Browser Dinge tut.